Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Spider-Man 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, Venom vs. Kraven, der Bossfight jetzt und hier. Ich habe so Bock. Ich hoffe, ihr auch. Lasst ein Like da, lasst einen Kommentar für das Video da und viel Spaß jetzt. Geht's los. Das bringt dir nichts. Schon lange habe ich von einem perfekten Tod in Blut und Feuer geträumt. Wirst du ihn mir geben? Ich glaube ja. Du hast unser Werk zerstört, Freunde verletzt. Dann komm, weide die in deiner Rache an meinem Fleisch. Komm schon. Die Spinne war unbefriedigend. Du. Lass dies meine letzte Jagd sein. Das Ende aller Dinge. Jo, es ist so krass, einfach nur. Wow! Okay, du willst es wissen. Meine letzte Jagd und ich deine Ärzte. Zeigen wir der Welt, was der Tod bedeutet. Du wirst tot. Dann geh auf. Er will, dass er meiner würdig ist. Yo, yo, okay, Lords of the Fallen. Zock ich übrigens auf meinem Zweitkanal, der Sobs Gaming. Schaut da vorbei, Freunde, ihr wisst Bescheid. Ich werde nicht der Schwäche erliegen, wenn ich bald sterbe. Dann mit Gebrüll! Yo! Ja, was? Ich konnte nichts mehr machen. Ich wurde betäubt durch den Schlag, durch die Bombe. Ach, Scheiße. Ich wundere mich sowieso, dass hier Venom gar kein Problem hat mit der Hitze. Normalerweise ist es eigentlich auch eine seiner Schwächen. Neben den Geräuschen. Oh mein Gott. Du willst meine letzte Jagd. Und ich deine Ärzte. Ich wollte auch hier der Welt, was der Tod bedeutet. Komm noch, komm noch. Sehr gut. Er will, dass er meiner würdig ist. Weißt du, wie es ist, wenn der eigene Körper einen verrät? Ich werde nicht der Schwäche erliegen, wenn ich bald sterbe. Dann mit Gebrüll! Jedes Land erobert und die Natur selbst gebändigt. Ich stehe über den Menschen. Genauso. Lass es mich spüren. Der wird gleich sterben, der wird gleich sterben. Okay.
Danke. Oh! Mom. Ich wollte... Was habe ich getan? Hab keine Angst, Schatz. Du besitzt endlich die Macht, zu tun, was wir immer wollten. Wir führen die Welt. Heilen. Wie? Ich zeige es dir. Wie soll ich dich da draußen finden? Die EMS-Ausweise können Hochfrequenz. Wenn Harry seinen Ausweis bei sich hat, kann ich ihn mit Satellitenschüsseln aufspüren. Ey, Leute, ist das heftig, oder was? Ist das heftig? Bitte hab noch den Ausweis. Gut, dort ist ein starkes Signal. Ich muss weiter. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Geil. Der sieht ja geil aus. Ey, Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ultra krass einfach, oder? Ey. Das Signal bewegt sich. Achso. Harry muss sie noch bei sich haben. Ja, ich war so fies zu Harry, als ich den Anzug hatte. Ich muss ihn finden, mich entschuldigen und zu ihm durchdringen. Ich komm näher, Kumpel. Hilfe ist unterwegs. Halte durch. Wir befreien dich von diesem Ding. Gemeinsam mit deinem Dad und Dr. Connors bringen wir dich in Ordnung. Irgendwie.
erkunden wir seinen Standort etwas genauer. Er muss unter der Überführung sein. Ich weiß nicht, ob der mir gefällt. Was ist das für ein Zeug? Der Anzug. Wartet, wartet. Leuchtet nur der so? Oder auch der normale? Nee, der nicht, okay. Bist du hier irgendwo? Mist, nur sein Abzeichen. Vielleicht ist er hier noch irgendwo. Zu ihm durchdringen kann, wird er auf mich hören. Ja, weil du ja auch immer auf die gehört hast. Du musstest ja nicht erst übelst verklopft werden von Miles. Da bist du. Mit Glocke und allem drum und dran. Harry? Ach du ich heiliger Mann. Das ist richtig geil gemacht. Es ist so geil gemacht. Ja. Hey, Harry. Kannst du mich hören? Wir finden schon noch ein Heilmittel. Etwas Besseres. Das ist nicht Harry. Das ist nicht Harry. Hat Harry diese Leute irgendwie in Symbionten verwandelt? Schrecklich. Wie halte ich sie auf, ohne sie zu verletzen? Einen habe ich wohl befreit. Ganz ruhig. Nicht bewegen. Alles wird gut. Hoffe ich. Die Dinger sind heftig. Ich brauche Miles Hilfe. Du bist bei Miles. Lass was hören. Miles, es gibt ein Problem mit Harry. Der Anzug hat ihn irgendwie verändert. Harry verwandelt Leute in Symbionten. Ich komme klar, aber es ist, als würde ich Sirup boxen. Es muss einen besseren Weg geben, den Leuten zu helfen. Ruf mich an! Ich muss Harry aufhalten, bevor das aus dem Ruder läuft. Ist alles in Ordnung? Miles, ich brauche hier deine Hilfe. Nachrichten erhalten. Sorry, meine Mom gesucht. Hast gesehen, dass Craven tot ist? Was? Nein. Glaubst du, das war Harry? Vielleicht. Vermutlich. Stoppen wir ihn. Okay, ich hab eine Idee. Als du unter seinem Einfluss warst, haben dich bestimmte Klänge geschwächt. Die Glocke. Die können wir nicht rumschleppen. Nein, aber ich habe eine Mix-App auf dem Handy. Ich kann den Klang der Glocke nach Bildung gegen Harry und seine Armee richten. Das ist brillant. Gut, dass du Musiktechnologie studierst. Das darfst du gern dem Aufnahmegremium vom College sagen. Ey, Leute. Was gibt's, Genki? Das ist so krass. Da bist du ja. Deine Mutter und wir ich. Wir haben dich gesucht. Und ich habe euch gesucht. Ich habe eine Nachricht geschickt. Die habe ich nicht gekriegt, weil wir in der U-Bahn waren, um dich zu suchen. Zum Glück geht's dir gut. Ich begleite deine Mutter nach Hause. Kommst du hin? Ich muss noch was erledigen. Aber ich komme so schnell ich kann. Tja, Leute. Ey, das ist, krass. Es ist richtig krass, dass der einfach jetzt schon Leute zu Symbionten machen kann. Ich sollte schnell zur Werft und die Sounds aufnehmen. Einfach so. Übrigens, ich hatte das ja, als wir im Lizard-Labor waren, in der U-Bahn, habe ich ja schon gesagt, dass die Herkunft der Symbionten bekannt ist. Die heißen Clintar. Und das, was wir vorhin gesehen haben, das, was wir vorhin gesehen haben, wie Venom sich den Planeten vorstellt, so ist es eigentlich. Also deren Heimatplanet besteht nur aus Symbionten. Also es ist ein quasi lebendiger Planet, wo die herkommen.
Und die sind auch. Also dass er das jetzt mit der Erde machen will, das ist schon interessant, ey. Da haben sie sich auch wieder ein paar Elemente aus der Story genommen. Und ich kann es euch nur nochmal wieder empfehlen. Mit das Beste, was ich jemals gelesen habe, ist der Donny Cates Venom Run. Mit King in Black, mit Venom, mit allem drum und dran. Also King in Black ist das Event quasi, das Übergeordnete, was er alles geplant hat, wo alle am Start sind und so weiter. Davor vielleicht auch am besten noch Absolute Carnage, auch richtig geil, weil da haben sie auch Elemente rausgenommen aus Absolute Carnage mit dem Kult, weil da Carnage seinen eigenen Kult hatte, der komplett durchdreht. Und ihr seht ja das Symbol auf den Symbionten gerade eben, auf dem Kopf von denen, das ist halt das Klintan-Symbol. Und dementsprechend war es schon sowieso von Anfang an klar, dass die Flamme daran abstammt. Ja. Und wie die Klintar zu dem geworden sind, was sie sind, und dass sie, wie gesagt, ein lebendiger Planet sind, dass sie einen Gott hatten vorher, der das All Black geschmiedet hat, das ist so ein riesig, übelst krasses Schwert, was in Gore der Schlechter sich geholt hat, der Gott der Schlechter, den ihr jetzt vielleicht aus Thor 4 kennt, der hat das dann gefunden und so, eine richtige verwirrte, nicht verwirrt, sondern, das ist nicht das richtige Wort, sondern verzwickte Story, richtig, richtig geil, Donny Cates, also Donny Cates, C-A-T-E-S. Von dem Venom lest alles. Ultra geil. Ultra geil. Und wenn ihr das gelesen habt und wenn ihr dieses Spiel seht, dann, wie gesagt, kann ich nur nochmal wiederholen. Wie kann man denn da sagen, oh, der Film ist gar nicht so schlecht, Venom 2? Nein, der ist scheiße, Mann. Der ist richtig scheiße, Mann. Das ist einfach nur scheiße, ey. Ach, Leute, ey. Krass. Sehr, sehr cool, dass sie sich da ein paar Sachen rausgenommen haben. Wir brauchen nur einen Anzug, ey. Das ist erstmal klar. Ich muss hier erstmal klarkommen auf das, was hier eigentlich abgeht gerade. Das ist so heftig. Der sieht ja geil aus. Und die Nebenmissionen sind wieder gesperrt, wa? Ja, sind wieder gesperrt. Okay, gut. Ich muss den Klang von Cravens Glocke nachahmen. Welche Geräusche kann ich hier benutzen? Geh doch einfach zu einer Glocke, oder? Geh doch einfach zu einer Glocke. Perfekt. Die gleiche Form wie Cravens Glocke. Allerdings wesentlich kleiner. Eine echte Echokammer. Könnte nützlich sein. Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Kann ich mich auch bewegen? Ja, okay. Der Container sieht gut aus. Den fallen zu lassen, gibt einen schönen Klang. Muss ich das jetzt fallen lassen? Sammle Klangelemente. Haben wir noch welche, ne? Warte mal, irgendwie muss es ja noch irgendwas anderes noch geben. Oder? Oder warum ist das diese Anzeige noch? Echo! Tolle Hall hier drin. Ah. Passt. Ich brauche mehr Echo. Ja, wir müssen das wahrscheinlich hier reinziehen, oder? Schaffen wir das mit unserer Power oder brauchen wir irgendeine Maschine dafür? Wie kriege ich die Glocke in den Hangar? Da ist der Motor. Ah, okay. Aber ohne Saft. Na also. Ja, also, wie gesagt, die ganze Geschichte der Symbionten ist schon super, super interessant. Ja, das Echo ist drauf. Wow. Super Symbion. Interessant. Wie seid ihr so schnell hergekommen? Jo, das war glaube ich auch nicht normal. Sorry für den Schlag. Bleib liegen, bis ich hier fertig bin. Pete hatte recht. Die Dinger sind zäh. Ja. Nicht vergessen, da sind Menschen drin. Ja.
schon, jetzt geh! Raus da, Mensch! Das gibt's doch nicht! Hui! Einfach rausgeprügelt. Bleib liegen, Opa. Ich muss meinen Mix beenden. Ein guter Glockenklang. Nur etwas Schritt. Ich brauch noch ein paar Mitteltüren. Mitteltüren. Ja. Ah, jetzt können wir das. Ja, aufgenommen. Fast fertig. Jetzt noch einen niederfrequenten Boost. Der pulsiert. Zum Beispiel ein Hubschrauberrotor. Ich muss da hoch. Okay, Freunde, das war beim nächsten Mal. Seid gerne am Start, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken, kommentieren und schreibt mir doch gerne mal als Codewort. Ja. Ich wollte schon sagen, nicht den Kopf verlieren oder so, aber mach mal Glockenklang. Einfach Glockenklang. Einfach so, ich hab keine Ahnung, Freunde. Ich kann ja nicht jedes Mal ein richtig cooles, super ausgefallenes Wort mir überlegen. So, also, wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, es geht wahrscheinlich so krass weiter. Ich bin richtig gespannt. Also, haut rein und tschüss.